Brauchst du ein eigenes Betriebshandbuch? Viele Berater und Experten reden immer wieder davon, Prozesse zu systematisieren und natürlich perspektivisch an einem gewissen Punkt im Aufbau deines Unternehmens brauchst du das. Wenn du dich fragst, was ist ein Betriebshandbuch? Betriebshandbuch ist einfach nur ein Begriff dafür, um die ganzen Prozesse zu systematisieren in einem Handbuch, zum Beispiel in einem physischen Handbuch, in einem digitalen Handbuch oder in Form von Videos oder Audios oder so, wo deine Mitarbeiter halt ihre Arbeit lernen, wo die quasi automatisch ongeboardet werden. So, jetzt rennen halt Leute rum und erzählen Kampfsportschulinhabern, hey, du brauchst ein Betriebshandbuch, ja, erarbeite dir mit mir dein Betriebshandbuch, egal wie groß du bist. Und da muss ich dir sagen, aufpassen, es ist nicht in jeder Größe sinnvoll, ja, weil eben ein Betriebshandbuch sind halt Systeme, Prozesse, ja, Onboarding, also wie der Mitarbeiter so eingelernt wird. Man kennt das so, früher war das ja noch nicht digital, da war es analog, da waren jetzt irgendwelche Ordner mit Screenshots, wie man so Sachen in irgendeine Softwaremaske eingibt oder so. Heute ist es häufig digital, ist wie gesagt eine geile Sache, braucht man auf Dauer auch auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wann braucht man es? Wenn man jetzt 150, 200 Mitglieder hat und möchte gerne auf 300 kommen und muss man sich halt einfach erstmal fragen, ist jetzt dafür ein Betriebshandbuch notwendig? Weil wofür ist es denn überhaupt notwendig? Ja? Wofür braucht man das? Klar, wenn du Mitarbeiter einstellst. Ja? So, wenn du jetzt sagst, ich brauche 1, 2, 3 Mitarbeiter im nächsten Jahr, die will ich einstellen und die sollen dann auch relativ schnell eingearbeitet werden und nicht viel Zeit verbrauchen, weil ich selber natürlich zeitlich auch viel belastet bin, dann ist es klar, dann brauchst du so ein Betriebshandbuch, das muss man auch im Auge behalten, so, also auch in der Zusammenarbeit mit mir bauen wir gemeinsam so ein Onboarding, da kann ich dich auch super unterstützen, hab's ja für meine Kampfsportschule auch und ganz viel kann ich dir sogar liefern, ich kann sogar dein Team zum Teil schulen in der Zukunft, aber jetzt müssen wir uns halt erstmal fragen, wann braucht man das so? Da sage ich dir einfach direkt die Lösung, nicht unter 300 Mitglieder, also nicht deutlich drunter. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, auf die Umsätze, weil ihr macht ja unterschiedliche Umsätze. Die einen machen 10.000 mit 300 Mitgliedern, die anderen machen 20.000 mit 300 Mitgliedern, die anderen machen 30.000. Das soll man sich so anschauen, aber generell gilt grundsätzlich nicht unter 300 Mitgliedern. Warum? Weil bis du mal bei 300 bist oder von mir aus auch bei 250, ja, sagen wir mal so dieser Richtwert 250 bis 300, sobald du dort bist, hast du auch mal gemeistert, also mit einem Standort, nicht mit 12 Satelliten, da hast du auch mal gemeistert, wie Mitgliedergewinnung funktioniert. Du weißt, wie Werbung geht, du weißt, wie Verkaufen geht, du hast deine Kennzahlen im Griff und hast bewiesen, ich habe Thema 1 gelöst, ich habe Hürde 1 genommen, den ersten Berg bestiegen, den Mitgliedergewinnungsberg, ja, und dann brauchst du Mitarbeiter und dann muss man einen Teil vorbereiten und einen Teil macht man auch mit den Mitarbeitern zusammen und einen Teil macht man dann auch erst im Nachgang, wenn man den auch vorher gar nicht mehr weiß. Das heißt, ein Betriebshandbuch brauchst du sowieso erst, wenn du perspektivisch in den nächsten paar Monaten Mitarbeiter einstellen willst. Deshalb unter 250, 300 Mitgliedern macht es gar keinen Sinn. Da verzerrt es nur deinen Fokus, da wird es nur dazu führen, dass du weniger Mitglieder gewinnst. Und dass du spätere Mitarbeiter eh nicht bezahlen kannst. Ja, ich habe schon wirklich Leute gesehen, die sich den Kopf zerbrechen und wollen ein gesamtes Betriebshandbuch schreiben und haben gerade 150 Mitglieder. Wozu braucht der das denn? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und jetzt kommt das Nächste, weil der schreibt das Handbuch sowieso falsch, weil er gar nicht weiß, was er für Prozesse braucht bei 300, 400, 500 Mitgliedern. Der wird, bis dahin ändert sich bei dem eh noch alles, weil der keine Ahnung hat von seinem Business. Tut mir leid. Ja, so. Also deshalb, bau erst bei 300, 400 auf, lern mal den ersten Mitarbeiter vielleicht noch selber ein, ja, und mach dir da Aufschriebe und Mitschnitte und so weiter, sodass du dann mal weißt, was machen musst, teste mal, ob der das überhaupt anwendet, dann wirst du auch sehen, wenn der das anwendet, dann gibt es wieder Anwendungsschwierigkeiten, dann lernst du so langsam, wie sowas geht und dann weißt du auch später viel einfacher, wie das zu machen ist, anstatt dass man im Vorhinein als Business-Amateur, sorry, mit 150, 200 Mitgliedern, irgendwie seine ganzen Prozesse definiert, die man noch gar nicht hat und noch gar nicht kennt. Das ist völliger Quatsch. Ja? Denk daran bitte. Und wenn du eine Frage hast, an welchem Punkt das jetzt wirklich sinnvoll ist oder ob es bei dir schon Sinn macht, dann melde dich einfach bei mir und wir analysieren deine individuelle Situation einmal ganz konkret.